Lass den Kopf nicht hängen, jetzt wird's besser, ja, jetzt wird alles bitter. Besser. War bitter. Ich wollte nur sagen, dass ich deswegen leicht gebrochen bin gerade. Ich werde dich aufbauen und wenn wir vor allem heute uns auch battlen, wow, dann wirst du bestimmt auch gegen mich gewinnen. Das ist ja meistens der Fall. Also Bro, wir könnten, ich weiß aber nicht, ob du das fühlst, wir könnten We Were Here spielen. Mhm. Ja. Ich habe gehört, das soll sehr, sehr geil sein. Die Bewertung bei Steam ist mega. Ich kann aber auch checken, also ich check auch, wenn du sagst, du willst es nicht zocken. Aber es also, ist halt, also für alle, die das nicht kennen, das ist im Grunde, könnte man sagen, ein Escape Room. Ich glaube, das ist so ein Game, für das musst du dich jetzt gerade so ein bisschen überreden, aber ich glaube, es wäre huge worth. Ja, aber ich habe jetzt so ein bisschen Battle Metal so vor Augen gehabt. Würde ich auch fühlen. Also ich meine, es ist eine stabile Uhrzeit für eine stabile Olympiade, meinetwegen. Eine Oli. Eine Oli mit mehreren. Könnte ich auch mir vorstellen, ja. Wäre halt geil, wir könnten auch einfach nur Switch Sports zocken machen. Ich glaube, darauf hätte ich nicht so Bock. Also ich hätte Bock, dass Switch Sports, wenn wir eine Oli machen, ein Teil von der Oli ist. Aber ich glaube, ich sehe mich jetzt nicht bei einer kompletten Switch Sports Session. Ich meine, wenn wir mal zusammentragen würden, was wir alles in die Oli heute reinpacken könnten, wenn du das wunderbar legendäre TXT-Ding mal öffnest, dann kannst du ja mal vielleicht, wir können dann nochmal zusammentragen und dann vielleicht kommt der Spaß und die Laune darauf noch krasser zum Vorschein. Okay, also hast du keinen Bock auf We Were Here einfach? Nicht so richtig, nee. Wir ja, haben... Schlag den Star. All-Time-Classic. Switch Sports, ja. Ich würd's no joke fühlen, wenn wir ein, zwei Sachen reinpacken, die wir noch nicht hatten. Klar, du kennst mich. Mr. Variety. Ich habe alles runtergeladen. Hast du Mario Kart? Ich habe Mario Kart, ja. Wäre mal was Neues, hatten wir noch nicht. Wäre was Neues, aber... Ja, ich würde... Ich bin ja natürlich... Ich bin nicht gut in Mario Kart, ne, aber... Bro, ich auch nicht. Hast du Minecraft runtergeladen? Ja, tatsächlich schon. Chan hat einen guten Vorschlag gemacht und ich fühle das. Was ist, wenn wir einen Wikipedia-Race machen? Auf Informatik ja, so eine Klasse angelehnt? Ja, ich habe da immer so Angst, irgendwas zu leaken bei Wikipedia. Wikipedia könnte gefährlich sein, oder? Wir können es auf YouTube machen. Ich schreibe ja mal auch Wikipedia-Race auf. Ich würde eher Wikipedia-Race machen. Ich glaube, das ist cooler. Okay. Und finde ich aber auch sehr interessant. Wir können auch Mario Kart machen. Scheiß drauf, ob ich da jetzt verliere. Ich will es nicht den machen. Das wäre cool. Ich bin also ich würde es nicht sagen sonst. Okay, Basti. Wir haben 14 Games. Ist wie viele Punkte? Naja, halt. Wer als erstes, würde ich einfach mal sagen. Wir machen heute mal eine kleine Glückszahl und sagen, wer als erstes 7 Punkte hat. Okay, boah, das ist echt viel. Das spielen mindestens 8, 9 Games, würde ich sagen. Wir können auch 5 machen. Ja, lass uns 5 machen. Das ist doch cool. Hey, eine Handvoll. Okay, Basti, bist du ready? Stadtlandfluss wäre auch mal cool. Aber naja, zu zweit. Stadtlandfluss würde ich auch ahnen, aber ich weiß nicht, wie man das 1v1 soll. Dann raffle mal aus, mein Bester, hey. 1 bis 14. Das erste Game, was wir spielen, ist Wikipedia Race. Alright. Hast du sowas schon mal gemacht? Ich habe das noch nie gemacht. Also ich habe das damals mal im Infounterricht so gemacht, wo wir eigentlich lernen sollten, I guess. Aber sonst habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Okay, es geht basically darum, wir bekommen beide einen Startpunkt und wir müssen auf ein Endergebnis kommen. Ich habe nicht mehr den Song gehört, ich habe einfach so gesungen. For real? Okay, dann ist das krass. Digga, ich bin ein A Cappella-Star. Okay, Basti, bist du ready? Ich bin ready. Von Angela Merkel zu Minecraft. Von Angela Merkel zu Minecraft. Wer erster da ist, bekommt den ersten Punkt des heutigen Tages. Wow, ich bin nervös. Ich wünsche dir viel Glück. Danke. Und sehen wir 3, 2, 1 runter, muten? Ja. Alright. 3. 2. 1 und los! Alright, Leute, wir müssen uns jetzt irgendwie von Angela Merkel zu Minecraft durchkämpfen. Das Ding ist, wir müssen irgendwie in die Richtung Gaming kommen, wir müssen irgendwie in Richtung Schweden. Ich hätte gedacht, dass das eventuell ein Ansatz sein könnte über Schweden. Also wir können nur diese Weiterleitungen hier usen. Ich bin da aber auch bestimmt sehr schlecht drin. Auf was soll ich denn zuerst gehen, Alter? Person des Jahres. Aber das ist eine Liste, die darf ich nicht benutzen, ne? Ah, okay. Wie kommen wir auf Schweden? Ich will erstmal auf Schweden. Schweden. Irgendwie Schweden. Das wäre krass. Also sie hat Physik, by the way, studiert. Ich will jetzt einfach keinen Fehler machen. Europawahl. Ist das eine Liste? Ist das jetzt eine Liste? Keine Ahnung, ist es nicht, ne? Europawahl 1999. Hier haben wir oben auch Länder zu stehen. Belgien, Luxemburg. Wir können auf EU-Staaten gehen, aber gibt es hier noch irgendwie... Oh, Schwedens! Auf geht's, wir sind in Schweden. Wir sind schon mal in Schweden. Schweden. Aber ich glaube, wir sind schon mal einen Schritt weiter. Aber es wird ja jetzt hier nicht direkt irgendwo Minecraft stehen. Also das wäre ja krass. Oh, Mann, übrigens. Aber wenn ich halt irgendwie auf Notch komme, das wäre halt krass. Komme ich irgendwie hier... Als ob hier Mojang steht. Stell dir mal vor. Mojang Studios. Ich bin... Bro, insane. Fertig. Nein! Let's go! Oh mein Gott, gab's hier Minecraft bitte? Oh mein Gott, als ob's... Ey, Bro, ich bin bei Aufbauspiel und es gibt Minecraft nicht auf der Seite. Buh. Oh.
Was waren die letzten so paar Dinger, die du gemacht hast? Schweden. Also ich bin als erstes, ich wollte auf Schweden gehen. Oh mein Gott, du bist einen ganz anderen Weg gegangen. Und ich bin über Schweden in der Wirtschaft einfach auf Mojang Studios gekommen. Ich bin auf Physik, Schule, Informatik und dann in Richtung Gaming gegangen. Und so hab ich versucht. Oh mein Gott. Boah, ey, strong, geil. Ey, das ist cool. Es ist wack, das jetzt im Nachhinein zu sagen, aber ich hätte keinen Bock darauf auf den BO3. Yeah! Wir können es nochmal irgendwann spielen, aber... Ja, wir machen es nicht jetzt, aber irgendwann mal. Es ist sehr cool. Das war sehr, sehr fresh. Und was spielen wir denn? Das war ja vorher klar, dass wir um was spielen. Ja, all good. Okay, dann machen wir 50 Subs, das passt. Okay, perfekt. So, dann Kevin, the next raffle. Alright, brother. Das war cool. Ich kann jetzt auch mal Minecraft zumachen, auch wenn es schmerzt. Okay, wir kommen zum zweiten. Bist du bereit, Basti? Ich bin bereit. Alright, das nächste Game, was wir spielen, ist Mario Kart. Auf geht's. Alright, rein in die Masse. Bro, hast du keine Map ausgewählt? Ich dachte, wir spielen Cup. Ja, aber man muss ja trotzdem eine Map auswählen. Ach so, du denkst, dass wir einen Cup spielen, sowas wie Pilz Cup oder so? Ja, so mäßig. Nee, wir wählen 4 Maps aus. Okay. Ja, du kennst dich ganz schön gut aus in dem Spiel, ne? Spielst sehr viel, hä? Bro, Basti, ich bin nicht besser als du. Hi, Meister, ich wünsche dir viel Glück. Game Nummer 2. Yeah. Wie konnte man nochmal so driften? Ah. Ah, Bruder Lava. Nee, auf welcher Taste ist das? Retalk. Hinten rechts, wenn es ernst gemeint ist. Viel Spaß mit der Banane, Amigo. Wie konnte man Items usen? Ehrliche Frage. Hinten links. Oh, du laberst so eine Scheiße. Nein, ich schwöre, ich weiß es wirklich nicht, Kevin. Aber es ist, wie gesagt, ist doch alles cool, ist doch ein cooles Game. Bro, er kämpft so rum und gleich nass der mich, ich schwör's euch. Das war auch ein schönes Spiel, muss ich sagen. Minus. Oh mein Gott, Kevin, aber nicht mit deinen Tricks jetzt spielen, ne? Nicht, dass du da jetzt irgendwas einstellst, was man nicht machen darf. Nein, Bro, im Gegenteil. Ich war zweimal im Menü und bin nicht weitergefahren wegen dem Chat. Also, wo bist du eigentlich? Ich kann ja nichts dafür, dass du dir immer die leichtesten Gegner suchst. Ach so. Ich bezweifle, dass die ankam, oder? Die hat meine Banane weggemacht. Ah, das war dumm, scheiße. Ich weiß nicht, ob du es weißt, was hier, aber es ist smart, Items sich hinten am Arsch zu behalten. Wie macht man das? Mit L gedrückt, wenn du zum Beispiel sowas wie eine Banane hast. Ich hab doch noch nie in deinem Leben Mario Kart gespielt. Spielst du mit Pro-Controller? Ja, na klar. Oh mein Gott. Nicht mit Bewegungssteuerung. Oh, Basti, das meinst du nicht ernst. Bro, jetzt mal ernsthaft. Spiel mal nicht mit einem einzelnen kleinen Dings. Basti, weißt du, das meinst du nicht ernst. Mann, Bro, sowas musst du mir doch vorher sagen. Bro, nein, du laberst gerade so einen Nonsens. Halt nicht mit Basti Lava. Aber Bro. Basti hat so diese weiße Wii-Fernbedienung, was man in so ein Lenkrad reinklickt. Bro, aber du bist erster. Das ist ehrlich krass, ne? Alright. Ich hoffe, dass das nächste Rennen besser wird für mich. Kevin, du. Hast du damals auf dem Nintendo DS nicht Mario Kart gespielt? Doch, ich hatte es aber nie, aber diesen Dings-Modus. Den Download-Modus. Ja. Immer schön Scheiger gespielt, Bruder. Ich geh jetzt auf die eklige Taktik, by the way. Digga, Babypark ab. Vroom. Mit Bewegungssteuerung. Digga. So, jetzt wird gefeierhoppt. Ich weiß bis heute nicht, wie das funktioniert. Geht das überhaupt noch in dieser Version? Ja, also da musst du halt schon ein bisschen Erfahrung haben. Oh, der Herr Kempte, was bist du, ein weißer Yoshi? Wie heißt der? Oh mein Gott, hab ich dich getroffen? Nein, es war ein Bot. Nee, das war ich. Bist du gerade Erster? Nein. Digga, sag mir nicht, du hast die Rakete, Basti. Ich habe gerade... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Keine oh Rakete. Oh mein Gott, Bro. Oh, tut mir aber leid. Ich glaube, dass du lügst. Es tut mir übelst leid. Sorry. Boah, Junge. Boah, das gefällt mir nicht, Basti. Nein. Kevin, was ist denn los? Oh. Ja, okay. Kevin, hast du gerade gegen einen Anfänger verloren? Mit welcher Taste wirft man nochmal das Item? Ja, Bro, ich hab's doch. Du hast es mir doch letzte Runde erklärt. Jetzt konnte ich's. Und dann habe ich gewonnen. Ihr werdet so gebrochen heute. Nein, aber... im heutigen Stream nie wieder streamen, wundert euch nicht. So, dann nehmen wir nochmal Babypark. Oder gibt es Regeln? Selbe mit zweimal Slow. Ich meine, du kannst es machen. Nein, ach, oh mein Gott, wäre das eklig. Nur noch Babypark. Alright, bleib, Bro. Viel Spaß.
Ey, dir auch. Danke, Mann. Oh, was fährst du für ein Kart? Aber ich hab einfach nur diesen Powerstart am Anfang geschafft und du nicht, oder? Oh. Glaubst du? Kleiner Fisch. Ey, du hast dasselbe Kart wie ich, oder? Nee, ich hab den Teddy. Bro, ich fahr so garbage, Alter. Ja, das ist halt manchmal nicht alles so, wie man sich das vorstellt und wünscht. Du sagst es, Mann. Ey, mir tut der Daumen weh hiervon, ne? Wie findest du die Mucke? Cool, oder? So ein bisschen Tropical Beat? Ich höre mir die manchmal privat an. Ehrlich? Und? Digga, ich habe heute so ein Video geguckt, irgendwie so 5 Dinge, die du an deinem Editing falsch machst, also an deinem YouTube-Video-Editing. Ja. Und da hat er so gesagt, dass man nicht die richtige Musik oft auswählt. Und man soll als kleinen Tipp von seiner Seite aus, soll man so Epidemic-Sound-Shit einfach privat hören, so als wäre Spotify normal, und soll sich die besten Songs rausschreiben. Ja, das mache ich in Stream. Das war sein Tipp. Digga, da hätte ich Dumbo keinen Bock drauf, Alter. Boah, das Problem ist halt, ich sehe nichts. Ah, ich kassiere sehr viele Rote gerade. Das ist nicht gut, um zu gewinnen. Ah, ich glaube, das Ding ist in der Tash, Männer. Nee, keine guten Geschenke. Oh, Posti. Oh, bist du traurig? Bist du traurig? Omi, ich hab den Job. Das Battle ist noch nicht vorbei, Mann. Alright, ich muss jetzt die richtige Wahl treffen mit der richtigen Map. Werbung packt so ab, welche Werbung? Omi! Was ist das für eine Werbung? Ich kenn die nicht. Mit dieser Jobsuchenseite. Omi! Ich hab den Job! Oh, prima! Und sogar mein Wunschgehalt! Oh, prima! Nee, sie sagt wirklich ganz provokativ. Omi! Ich kenne die Werbung nicht mal. Die kommt richtig oft auf YouTube auch. Ich hab YouTube Premium. Ich hab einen YouTube-Kanal. Nein. Let's go, Mann! Ich glaube, ich habe ein Stück Tresor in der Luft berührt. Aber naja. Naja. Für die Subs zocke ich weiter. Ach, du Hund. Du, wie viele Rote, Digga. Was ist dein Lieblings-Item hier? Der Rote. Der rote Panzer ist mein Lieblings-Item. Was ist dein Lieblings-Item, Basti? Ich mag auch den roten Panzer sehr. Der ist echt cool. Ansonsten, ich mag alle, also wirklich alle Sachen gleich stark. Krank. Find's gut, dass du dich für alle gleich doll einsetzt. Ja. Oh, das ist richtig ärgerlich, dass der Blitz gerade kam. Ist der von dir? Nee. Oh mein Gott, ich seh dich, du bist in meinem Nacken. Oh mein Gott, hau ab, Junge. Nein! 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 Oh mein Gott, roter, bitte. Bro. Ich bin Erster geworden. Wie viel da bist du geworden? Ich bin so gebrochen. Ich glaube, ich habe es insgesamt trotzdem, oder? Bro, es ist even. Wir haben beide jeweils zweimal gewonnen. Ja, dann jetzt Sundev. Sundev Baby Park. Hä? Oh, Muku. Alright, es geht in Sundeath, obwohl Kevin seit Monaten so viel Mario Kart spielt. Okay, ist aber nicht fair, dass du jetzt vorne bist, ne? Ey, ich lass mich trotzdem drauf ein. Junge, wir hatten gerade die Kuh mit der Grünen abgeworfen, holy shit. Das war ich, damit du weißt, wie ich spiele. Gemein? Ekelhaft. Nein, ich dummbatz. Bro, Basti, bin ich noch online? Hallo? Yo, Mai, was geht ab? Mein Bildschirm war gerade schwarz. Nette Ausrede, Bro. Spürst du meinen kalten... Digga. Meinen kalten Atem in deinem Rücken? Ja, das macht mich leicht an. Bitte hör nicht auf. Basti, warum hast du aufgehört? Ich atme nicht mehr. Atme mir weiter ins Ohr. Und sag mir, dass du Minecraft magst. Atme mir weiter ins Ohr und sag mir deinen Lieblingsblock. Einen Enchanting Table. Boah, Alter. Boah, holy shit, Alter. Ey, das ist nicht cool, dass du gewonnen hast, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und das ist das Wichtigste. Damit steht es 1-1 in der totalen Wertung. Ich schreibe mir einen weiteren Punkt auf und beende den Zug. Hey, Basti, du bist dran. Ja. Yeah. Omi, ich beende meinen Zug. Omi, ich hab den Job.
Warte, alright, bist du ready? Ich wäre ready, dann lass uns gleichzeitig auf Quiz starten drücken und dann muten wir uns. Alright. Ich mach dazu. Ich auch. 3, 2, 1 und go. Go. So Leute, Pokémon. Shiggy, Shillok, Turtok, Bisa, Sam, Bisa, Knosp, Bisa, Floor, Glumanda, Glutexo, Glurak, Taubsi, Tauboga, Tauboss. Die Schreibweise ist halt richtig wichtig. Habi, Tag, Ibi, Tag, Vulcano, Arcani, Vulpix, Vulnona, Mew, Mewtwo, Dratini, Dragonir, Dragoran, Knofensa, Carpador, Garados, Raupi, Safkorn, Horn, Liu, Nidoran, Nidorina, Nidorino, Nido, King, Nido, Queen, Pikachu, Raichu, Volto, Ball, Elektro, Ball, Sichlor, Pin, Sir, Pori, Gon, Evoli, Aquana, Blitzer, Flamara, Aerodactyl, Zapdos, Arctos, Lavados, Macho, Mai, Macholo, Machok, Onyx, Kangama, Nebulak, Alpollo, Gengar, Kikli, Nokchan, Sterndu, Stami, Yugong, Yu, Schlurp, Kabutop, Kabuto, Kabutops, Amoroso, Ammonitas. Ich muss die Arenen durchgehen. Knofensa, eine Pflanze, wir haben das, wir haben Wasser. Lapras, Mauzi, Snobilikat, Seper, Semon, Porenta. Was konnte sich denn noch so nicht weiterentwickeln? Menki, Owei, Kokowei, Dodo, Dodri, Magnetilo, Magneton, Elektek, Magma. Noch 3,5 Minuten. Vulcano habe ich auch. Feuer. Rätan, Arbok, Rasaf hieß die Weiterentwicklung von Menki. Okay, wir haben 113 von 151. Was gab es noch so? Psycho. Abra, Kadabra, Simsala. Das konnte man also tauschen, war Gengar, Simsala, Dings, Machomai, das habe ich alles. Dododo, ich gehe alle Routen gerade ab, was man so fangen konnte. Austausch habe ich auch. Tentacha, Tentoxa, Zubat, Golbat, Kikli, habe ich auch schon geschrieben. Was gab es noch so in Höhlen? Ah, Dikta, Dikdri, Sandan, Sandamer, das war Boden noch ein bisschen. Hier ist noch irgendwie Pflanze, was ist denn noch Pflanzen übrig? Rappler und Knofensa habe ich alles. Pummeluff. Ich habe keine Ahnung, wie man Pummeluff schreibt. Ich glaube, ich bin schon sehr gut dabei, aber ich komme nicht auf mehr. Ich weiß nicht, was das hier noch sein könnte. Aerodactyl, Arctos. Was war denn noch in der Elektro-Dings? Da habe ich auch alles. Elektro habe ich auch echt alles gefühlt. Hier ist noch irgendwas. Yugong und Europe habe ich. Rihon, Rizos. Was war Safari-Zone noch so? Ich muss mich darauf verlassen, dass ich einfach gut, also dass ich besser bin als er jetzt gerade. Ich habe Ratzfatz noch nicht, ne? Ratzfatz habe ich noch falsch geschrieben. Radikal. Ratz. Ich weiß nicht, wie man Ratzfatz schreibt. Ratz. I don't know. Also man schreibt Radikal ja auch mit Doppel-T. Ratz. Ja! Perfekt. Alright. Bei mir ist durch. Wie viel hast du? Wollen wir zeitgleich sagen? Ja. 3, 2, 1. 126. Wie viel hast du? Kevin? Alright, das nächste Game, was wir spielen. Wie viel hattest du? 48? 148. Ich hab Mewtwo und Mew nicht erfahren. Ah, so. Aber dann fehlt ja noch ein drittes, weil es 151 sind. Ja. Alright, weil du kriegst den Preis nicht kennt, man muss den Preis guessen. Kevin, du bist so gut, wenn es ums Erklären geht. Wir müssen den Preis guessen von eBay-Produkten. Aber das macht immer wieder Spaß. Spielername: Basti. Oh Gott. Alright. Auf ein gutes, Kevin, hä? Mal sehen, wer sich besser auskennt in der großen, weiten Welt. Oh. Damit hey, Basti, good luck. So, okay, mein... Was zum Fick ist das? Uff, ich hätte gar keine Ahnung, was das jetzt gerade sein soll. Objektive sind schwer. Machen wir mal 120. 1300. Bucher. Ich weiß, wo ich nach dem Stream mal drauf gehe. Aber erste wichtige Punkte für Basti. Ihr seht links in der Seite dann nochmal den Total Score. 241 zu 88. Ich hab ja gesehen, wie schnell das geht. Alter, ist doch ein I8.
Also bring dich von A nach B. Das ist wieder so ein abfälliger Kommentar von einem Papaplatte. Typisch. Könnte auch so ein übelster Scam sein. Das geht nur so um dieses Blatt, was da liegt oder so. Das wäre wieder so ein Ebay-Ding. Nein, niemals, oder? Haben wir ihn hier? Yo, was? Das ist der Opel Karl Edition. Opel Karl Edition. Klassiker. Darf in keinem Sammlerstübchen fehlen. Also, sag ich dir ganz ehrlich. In der Garage, ja, kannst du? Wer hat so einen Sechswagen für 8K? Ah ja, oder sowas. Digga, ey. Legendär erstmal bei Ebay. Vor allem, die ist schon getrunken, Digga. Die ist schon getrunken. Digga. Okay, das ist schwieriger. Ist jetzt krass, weil kein Pappstrohhalm oder wie? Ja, tschüss. Oh, let's go! Digga, damit holst du Punkte? 100 Stück. 100 Mal Capri Sonne Sun Plastikstroh im Trinkpäckchen. Digga, wer das kauft für 19,95, obwohl es eigentlich nicht so teuer. Ja, Bro, geh bitte auf den Link. Oh, cool. Hot. Funky. Das ist ein klassischer 2,99er. Nö. Oh. Was? Boah, Driplord, Alter. Neue Yeezy Season, Alter. Bro, die Pose aber auch dazu. Alter. Ja, also, Bro. Aber mit Rucksack und so ist das dann... Am Bucher trotzdem. Ich hab gedacht, das kannst du jetzt bei, weiß ich nicht, also... Achso. Oh. Na, Mama Lauda, wa? Nee, Eistee Lauda. Ist der Eistee Pfirsich oder Eistee Zitrone? Ich bin Eistee Lauda. Ich bin Eistee Lauda. Digga, wie kann ich jedes Mal so off sein? Alles ganz, ganz wichtige Punkte. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Für den Herzschlag deines Autos. Ja. Ich glaube, dass du den so Läden verkauft, wo du so deinen PC hinbringen kannst, um den zu reparieren. Checkst du? Ja, aber die sind da seit 2004 im Regal, diese Kabel. Genau. Ach, egal. Bei Gott, keiner hat das jemals gekauft. Du bist sogar vom BMW, Basti. Guck mal. Dran an den Yacht, oder? Naja, direkt mal ein bisschen Chip-Tuning gemacht. Was denn am Monitor ran? Oh. Okay, das finde ich jetzt schwer, ne? Mhm. Der ist schon auf jeden Fall schon mal ein bisschen angewichst. Mann, Kevin. Auf gut Deutsch. Ich mit der... Oh! Tschüss. So wichtig, so wichtig. Bitte kauf ihn dir direkt. Let's go. Zustand juckt, oder? Er hat Hoffnung. Wichtige Punkte. Blutend nuts, okay? Ja, gut. Oha, jetzt sind wir beide 99 haben. Haben wir wieder gesagt, wir machen denselben. Vintage. Collectible Retro Mark. Ich hab doch nichts Blutend nuts. Gibt es Leute, die Tassen sammeln? Safe. Boah. Schön die Eltern abballern, Junge, wenn man wieder nicht wach bleiben darf. Voll drüber. Wichtige Punkte. Ja, als ob man schon eine Gun ab 11,80 kaufen kann. Eine Nerf Gun, ne? Also, um das mal zu sagen. Mit 30 extra Kugeln. Holy shit. Als ob da das Alter steht. Auch ab und zu, glaube ich, ne? Naked in the Run. Alter, I lost. Mann, Digga, niemals sich das ein Mensch im Leben gekauft. 47,99, Digga, für fucking Coffee Moisturizer. Was soll das überhaupt sein? Ein bisschen auffrischer so. Der motiviert, Junge. Du kriegst kein Taschengeld mehr. Du kannst zusehen, wie du dein Geld bekommst. Aber Mama, alle gehen dahin. Da musst du was verkaufen. Bitte zeig mir diesen Preis. Wenn dieser Preis jetzt gleich also eine Zahl über meinem ist, dann, also ich glaube nicht mehr an morgen. Bro. Okay. 20 Tacken, Digga. Hä, ey. Das Ding funktioniert doch. Das ist übelst der Schnapper. Bro, vielleicht ist so Chibo-Handy mit so Bild hinter nur. Ich finde, ein 20 ist echt fair dafür. Ja, nimm mit, oder? Oh. Das ist aus dem Boot? Ja, das ist ein Boot, Kevin. Das ist ein Boot. Ich glaube, das ist so ein Convertible. Das kann so beides. Ja, ja, das ist eine kleine Yacht. Mann. Oh ja! Ja, juhu! Da, da! Faltkarawan. Digga, aber doch kein Boot! Ja, ist aber was zum Converten. Weißt du, was ein Caravan ist? Nein. Siehst du? Ein Zelt, glaube ich. Okay. Eine gute alte CD-ROM. Workbook 1. Eine CD-ROM, Junge. Chapter 2. England. Nein, von mit 12 gehen. Och, Mann. Katrina McKay. I'm visiting London for the first time. Hey, man. Can you reach me the cup of tea, please? Hello. Swipe up to open. I'm your new smartphone. Oh, das schmerzt. Das ist ein iPhone. Oh. Das ist cool, dass der Atze, der das fotografiert hat, sich widerspiegelt im Handy. Das bin ich. Er hat stabile Seiten auf jeden Fall. Ach, Manui.
Blue Ribbon Automatic mit Datum. Traumhafte. Ja, aber 82 Euro für diesen Stil, ich finde, die sieht echt cool aus. Ja, nimm sie dir doch mit. Oder zum... for real, die sieht nice aus. Ja, klar. Boah, ich dachte kurz so noch mit VR dazu, dass sie ihn so steuern, also damit du so sehen kannst, wo er langfährt. Eine FPV-Staubsauger von zu Hause, Digga. Auf geht's. Vamos. Boah, Basti, wie bist du so krass da drin? Ich sag mal so, ich bin noch einer, der den Taler umdreht, weißt du? Ich ja, bin noch auf dem Boden geblieben. Ja, du bist noch näher am Geld dran. Ja, ich versuche, das hier alles noch for living zu machen. Bei mir ist das alles... Ich guck, was der Staubsauger noch kostet, weißt du? Boah. Also, kommt drauf an, in welchem Zustand, mein Bester. Flattrack. Aber damit bist du auch der King. Ja, es hat ein bisschen getäuscht. Jetzt, je länger ich es angucke, desto mehr sehe ich, wie neues aussieht. Die Reifen sahen so mega abgenutzt aus auf dem ersten. Boah, einen guten Megane. Ja, mit TÜV oder ohne? Junge, hast du für 1600, hat er keine Reifen mehr oder was? Ist der Lenkrad geklaut worden oder was? Defekt. Oh. Das konnte ich jetzt nicht direkt sehen. Huh. Oh mein Gott! Ich hab das Komma vergessen. Wichtige, also kann man nicht genug zu bekommen. Boah, oh, Alter. Ein CLK. Wunderschöner Mercedes CLK. Nur 34.700 Kilometer, neuwertig. Naja. Digga, ich sag ehrlich, ein paar andere Felgen drauf, dann ist das Ding 1A. Klar, reicht aus, bring ich von A nach B. Ein paar Spinner-Rims. Oh, die habe ich doch auf Arbeit. Die habe ich doch letztens auf die Straße gestellt. Zack, zack. Ey, 20k boah, geknackt. Speckt. Oh. GG's. GG. Platz 2, Papa Platte. 17.330 Punkte. Bitte. Und Platz 1 mit 20.861 Punkten. Basti. Bitter, bitter, bitter. Hi Basti, willkommen zum nächsten Game. Yes. Das nächste Game ist TÜV übersenken. In Minecraft oder wo machen wir das? In Minecraft. Okay Leute, Schiffe versenken. Lange nicht gespielt. Das, was halt super viele machen, ist halt direkt hier außen überall hinpacken. Ich würde schon ein bisschen zentral gehen. Also das, was man halt ehrlich gesagt nicht so probiert. Ich glaube, ich mache irgendwie sowas. Ich mache ein bisschen was Verrücktes. Okay, keine meine sind geplaced, wir können anfangen. Meinetwegen gerne. Ich auch. Alles klar. Man muss sagen, wenn ein Schiff versenkt wurde, ja? Genau, ja. Okay, du kannst gerne anfangen. Du hast das letzte Spiel verloren. Alles klar. Okay, ich würde ganz gerne... Schuss D4. Daneben. Alles klar, Basti, du bist dran. Schuss F5. Ah! Nein! Ah! Treffer. Okay. Schuss E7. Daneben. Schuss F6. Ah! Jackpot. Schuss G5. Boah, Treffer! Da hab ich dich wohl von der Seite erwischt, Mann. Hey, weg da mit der Hand! Siehst du meine Hand hier rumliegen? Ja, ja. Schuss I4. Das war dann wohl ein Schuss in den Ofen. Mist, das kann nicht sein. Meine Berechnungen müssten stimmen. Schuss G7, Alter. Boah, oh, Treffer! Alles gut da drüben. Ich werde es probieren. Mit einem Schuss auf C3. Das war wohl ein Satz mit X. Mist. Fair play. Ich schieße auf G6 und beende meinen Zug. G6? Treffer. Mal so als rein hypothetische Frage. Wie soll ich wissen, wann soll ich dir denn sagen, dass eins fertig ist? Wenn es fertig ist. Woher soll ich das wissen? Du siehst es doch. Warte mal, was markiert man sich nochmal? Man markiert auch, wenn man selber abgeschossen wird. Oh, das habe ich nicht gemacht. Okay, ich habe G5, G6 und G7 abgeschossen. Ist kaputt, oder? Das würde ich ja dann sagen. Ach so, sorry, dann war es meine Schuld. Du bist dran. H8. Schuss! Und nicht getroffen. Müll. Ich lege eine Fallenkarte auf G4 und beende meinen Zug. Ja, Treffer, aber hattest du schon. G4 nicht. Dann ist G4 aber auch ein Treffer, ja. Okay, dann habe ich einen dicken Aal. Mir reicht es. Ich schieße auf E9 und H5. E9. E9. Und H5. E9 ist nichts. Aber mit jedem Schuss, der daneben geht, komme ich dem Ziel immer näher. I6, Alter. Was? Das ist unmöglich. Das ist daneben. Okay, du bist dran. A5. A5 ist nichts. Okay. Man darf die Boote von sich auch bewegen, ne? Was? Niemals, oder? Meine Hand drauf. Oh mein Gott. B9, bitte. Vollkommen daneben. Man darf aber nicht lügen, ne? Nein, du kannst auch, man kann auch schummeln. Der andere muss dann halt raushören. Bro, ich werde. B4. Daneben. Digga, was? Hast du über Boote platziert? Man muss ja nicht alle platzieren, oder? Nee, musste man nicht. J7. Komm. Daneben. Schade. Okay, wir finishen meinen auf. G3. Treffer. Digga, ist der immer noch nicht versenkt? Das ist der Flugzeugträger. Keine Ahnung, was das ist. Das ist halt so ein
Ein Quader. Der hellste. Der größte. Keine Ahnung. Muss ja sein. Hey, es gibt keinen Sechser, Bro. Der muss down sein. Oh, oder sind zwei einander? Ist noch keins down, oder? Muss man das wirklich sagen, wenn einer down ist? Ja. Muss man for real. Muss man wirklich. Okay, dann mach ich das. Oh mein Gott, es sind zwei einander. Ich hab einen doppelten. Ruhe erstmal. Ich nehme H6. H6 ist nicht. Okay, ich gehe auf G2. Treffer. Boah, Junge, das ist richtiger Truth. D5. D5 ist nichts. G1. G oder E? G wie Gustav. G. 1 ist ein Treffer. Und damit hast du meinen Cruiser versenkt. Okay. Und jetzt geht's los, mein Bester. E2. Komm. E2 ist dann eben. Dann nehme ich noch G8. G8 und damit ist mein Carrier auch versenkt. Boah, krank. Und da habe ich echt abgejuiced gerade. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du auch noch hingegangen bist und G9 und G10 auch noch reingestellt hast. Das werde ich auf jeden Fall noch tryen. I9. Treffer. Let's go. Jetzt sind alle still. Ich würde G9 machen. Daneben. Dann nehme ich G9. Daneben. Ich nehme D8. Treffer. Oh mein Gott, let's go. Let's go, Chat. Ich lasse mich nicht unterkriegen mit J2. J2 ist leider ein Treffer. Ja? Ja. Let's go, huh? Ich möchte D7. Treffer. Ich möchte I10. Leider auch ein Treffer. Ist nicht gut, ist nicht gut. Ich möchte D6. Daneben. Ich möchte J3. Treffer. Ich möchte D9. Treffer. Ich möchte J4. Treffer. Ich nehme D10 und ist dann wahrscheinlich versenkt. Glaubst du, oder? Das ist auch ein Treffer. Und ist es versenkt? Ja. J1. Ja, Treffer leider auch. Oh, scheiße. B2. Daneben. J5. Treffer und damit versenkt. Walla Krise. Mein Carrier ist down. Hör auf zu lachen, Mann. Halt. Ich gehe auf D2. Daneben. I8. Treffer versenkt. A1. Daneben. F4. Getroffen, versenkt. Was gehe ich? Ich gehe für A3. Treffer. Oh mein Gott, was? Bro. Okay, let's go. Ich bin Zweier. Oh, krank. J10. Nicht getroffen. Boah, nehme ich jetzt A2 oder B3? Ich nehme A2. Treffer. Oh mein Gott, let's go. Unversenkt, oder? Ja. Man kann auch senkrecht machen? Man kann senkrecht machen? B10. Treffer, oh mein Gott. Let's freaking go. Oh, Digga, abfuck. Okay. J6. Daneben. Bro, WTF. C10. B10 hattest du schon? Nein. B10 ist ein Treffer. Hä, du hattest doch B10 davor schon. Nein, C10. Ah, okay. Also, was hast du jetzt gerade gesagt? Ich habe, Chameleon 10. Ist Treffer. Und nicht versenkt. Ich möchte J5. Daneben. D10. Treffer. Was ist abfuck? Das ist richtig abfuck jetzt. A10. Treffer versenkt. A10. Treffer. Ja! Oh mein Gott, let's go! H1. Nicht getroffen. Okay, ich möchte A9. Treffer. Let's go. GG. I2. Nicht getroffen. A8. Treffer. Versenkt. Let's go! Oh mein Gott, let's go. So wichtig. So wichtig. So wichtig. Zeig mal, Alter, da ist der zweite Punkt. Boah, krank. Der Spiel war intens, Basti. Ja, Mann, das war geil. Oh, gutes Spiel, gutes Spiel. Wir starten mit Volleyball. Wir machen den BO3 insgesamt, right? Ja. Also Volleyball, Fußball, Badminton. Wir machen aber in Volleyball sozusagen nur ein Match. Ja, ja, genau. Braucht man Volleyball beides? Ich glaube, nein. Nee. Kevin, ich habe Kopfhörer abgesetzt. Ich habe dich aber sehr laut gemacht. Aber ich kann sein, dass ich dich manchmal nicht höre. Okidoki. Okay. Okay, Basti, Alter, bist du bereit? Alright, ich bin sowas von ready. Ey, yo, Alter, lass dir den hier schmecken. Bring ihn mir bitte. Oh, ich bin noch nicht warm, ich bin noch nicht warm. Tja, ich aber schon. Hui, hui, hu. Alright, pass auf, der kommt mit Schmackes. Schön, 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 schön. Und bring ihn, komm! Ha! Naomi, mach was! Hier, nimm ihn! Schön! Ball! Er wird wieder vom Bot. Naomi, gecarried. Wie schmeckt das? Das ist unfassbar! Wenn mein Bot mal sowas machen würde. Bring ihn! Block! Boom! Oh mein Gott! Let's go! Komm, Naomi, bring ihn! Schön. Schöner Block, hä?
Naomi! Ja! Oh, so wichtig. Let's go. Och, Mann. Beruhigt euch mal, es ist nicht Wii Sports Dreamhack Finals. Bro, es ist mehr als das. Die Leute checken nicht, Alter. Boah, ich hab meine Schulter tut übelst krank gehen gerade. Boah, krank, schön. Schön, Naomi, danke. Und jetzt Hammers! Was? Schön. Naomi! Schön, oh mein Gott. Ich hab alles gegeben. Oh! Was? Was? Asami, du Hund. Was ist Asami überhaupt für ein Name? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Kevin, wir müssen danach kurz eine Pause machen. Ich hab einen Wandering Trader. Bro, was die Digga? Ich hab for real einen Wandering Trader, Bro. Ich muss ganz kurz in Minecraft gleich was machen. Okay. Was auch immer das heißt. Wie wichtig ist es, sollen wir das Spiel pausieren? Nee, nee, wir haben Zeit, aber nach der Volleyballrunde müssen wir kurz 2 Minuten Pause. Ist auf meinem zweiten PC. Was ich hab noch einen zweiten Challenge? Stream auf, an. Let's go! Sorry, Basti, dass du so gleich 2 Games gleichzeitig zocken kannst. Vier der Flags. Kannst du überhaupt noch zocken oder bist du gerade Major ab? Nein, alles gut. Ich warte nur seit ich warte seit sehr vielen Stunden darauf. Nein! Boom! Boom, 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 boom! Wait, hast du gewonnen jetzt? Nein, nein, auch einen muss ich holen. Aber jetzt kommt die Vernichtungsrunde! Versuch es doch, Mann! Lass dir jetzt mit den Schwenken! Boom! Halt lieber deine. Halt lieber den Ball! Komm, Naomi! Finische sie! Nicht jetzt! Nimm das! Bring ihn mir, bitte! Nimm diesen epischen Superblock! GG. Ich bin wieder da, er hat nicht gedroppt. Alright, Bro, ab in die nächste. Ey, warte mal, was ist die Steuerung nochmal? Man braucht 2, oder? Ja, ja, man braucht 2. Wofür braucht man 2? Ah, okay. Du musst. Ja, ja, aber. Checkst du? Ja. Alright, auf geht's. Warte, wie tritt man nochmal? Wie was? Man tritt? Naja, nach oben oder nach unten oder zur Seite schicken. Also. Nein, let's go! Eigentor. Epic Fail. Was sagst du? Ich hab Eigentor gemacht. Ja, Bro, darfst du nicht. Ach, danke, Mann. Nein. Boom, da 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 da. Goldener Ball muss sitzen. Bro, es ist immer der goldene Ball, der bei dir reingeht, ne? Komm. Nein! Nein! Oh. Nein, 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 nein! Das gibt es nicht. Es gibt es nicht! Ja, moin. Ich voll Idiot, Digga. Digga. Ich voll Idiot. Oh! Oh! Der ist drin. Nein. Ja, ja, ja! Let's go! Schwarz, weiß, blau! Forever and ever! Da ist der GG. Alright, wir kommen zum nächsten Spiel, Ladies and Gentlemen. Das alright, Spiel let there. Die 3 Minecraft. Wir spielen jetzt Minecraft! Woo! Digga, oh mein Gott. Hast du die IP noch vom letzten Mal, vom letzten Battle? Ja, ich bin schon auf dem Server. Geilo. Wir haben das damals auch als Force Item Battle gemacht. Also das letzte Mal als 12-Stunden-Variante. Das würde bestimmt dir auch Spaß machen. Also, es geht darum, dass wir jetzt ein Force Mob Battle machen. Wir werden beide eine zufällige Kreatur, irgendeine Monster-Kreatur, whatever. Zum Beispiel ein Schaf, sagen wir mal. Beispielsweise vorgegeben bekommen. Und wenn du dieses Schaf tötest, dann geht dein Score hoch auf 1 und das wird dir das nächste Monster vorgegeben. Das Ganze spielen wir als 30-Minuten-Variante und ich würde einfach sagen, wir machen jetzt einfach 3 Joker oder so. Ja, klingt sehr gut, machen wir. Alright, also wir muten uns und sobald der Timer losgeht, geht das los, oder was? Ja. Gut, Kevin, dann 3 Joker hast du und dann nach 30 Minuten weißt Bescheid. Krieg ich die gleich ins Inventar? Ja, dann viel Erfolg. Alright. Alright, für eine Mule müssen wir ein Pferd mit einem Esel kreuzen. Was ist Mule? Ich kenne das nicht. Ein Maultier. Okay. Oh, ich habe ein bisschen Nachteil jetzt, weil ich den Chat nicht usen kann. Kannst du nicht? Naja, es verzögert halt. Bro, what the fuck? What the fuck? Bro, er macht auf Ernst. Er macht auf Ernst, Digga. Okay, da, okay. Ich muss sagen, das ist die Revanche auch für Heiko vom letzten Mal, ne? Bro, er macht auf Turbo Ernst. Story, Digga. Auf einmal Varo 5, Digga.
I'm sorry, Digga. Also, du wastest nur damit deine Zeit. Ich weiß. Aber ich habe auf jeden Fall am meisten dein Essen erstmal gewastet. Was musst du killen? Ein Goat? Ich muss das gleiche. Also, ist by the way Zufall, ne? Dass ich das gleiche töten muss wie du. For real? Ja. Alter, Leute, wir müssen ein Dorf finden. Wir brauchen Weizen. Also wir brauchen keinen Weizen. Ich glaube, man muss sie ja mit irgendwas Goldenem heilen. Also man muss sie mit irgendwas Goldenem rescuen. Mit was Goldenem. Sorry, Leute, ich kann auch nicht mal denken um die Uhrzeit hier auch in Minecraft. Ja, ist jetzt abhängig davon. Also das Ding ist, ich kann es auch mit goldenen Karotten machen, ne? 30 Minuten würde es halt echt zu lange dauern. Egal, we have to risk it. Alright. Das ist mir definitely lieber. Alright, wir müssen jetzt ein bisschen Glück haben. Mit dem Dörfchen. Guck mal, Leute. Ihr hättet jetzt alle gesagt, Matti, du musst... Also, ich habe auch geskippt, Jule. Aber Real Talk, wenn da jetzt eine goldene Karotte drin ist und so, dann war das ehrlich gesagt eine dumme Idee. Also, ich habe jetzt hier auf jeden Fall Gold. Habt ihr nochmal Glück, ha? Oh mein Gott. Das ist ja... Oh mein Gott. Wir brauchen gar kein Dorf, wenn er unten ist. Let's go. Oh mein Gott, wir haben so Glück. Das ist natürlich optimal. Bro, das ist so nice. Ein Evoker. Ja, den werden wir jetzt zufälligerweise nicht bekommen. Ein Guardian. So, ihr checkt, in welche Richtung wir uns jetzt hier bewegen, ne? Okay, wir haben schon mal so weit jetzt einen Vorteil, dass wir jetzt hier einen Ozean haben. Sehr, sehr gut. Und wenn jetzt nochmal ein Ocean Monument hier ist, sehr gerne. Ich werde meinen Safe Point mit dem Bett dann setzen. Das heißt, ich kann auch rein theoretisch sterben. Alles gar kein Problem. Respiration 3. Traumhaft. Also solange ich halt... Da ist er. Let's go. Ocean Monument. Ja, das ist schon krass. Also das war jetzt in 12 Minuten jetzt hier. Digga, Kevin. Okay, Silberfisch hole ich mir beim Iglo unten, Leute. Silberfisch hole ich mir Infested Stone unten beim Iglo. Bro, als ob hier noch ein Iglo ist. Du willst mich rollen, ne? Nein. Oh. Bro, wir spielen gerade insane. Das ist wirklich krass. In was für einer Zeit wir jetzt Dings hinbekommen. Silberfisch. Give me the infested one. Hier. Next one. Bro, das ist wirklich krass. So, normalerweise schwimmt ja auch manchmal hier so eine Schildkröte random rum. Aber trotzdem brauchst du ja nur einen kleinen Strand. Aber da sind wir auf jeden Fall schon am richtigen Biom. Alright, da haben wir unsere Schildkröte. Hat ein bisschen gedauert. Mal gucken, wir haben danach noch zwei Joker. Ein Panda. Den skippen wir. Ne, wir haben nur noch einen Joker, by the way. Panda. Ja, ich skipp den trotzdem, Bro. Ich glaube, weil selbst wenn ich einen Dschungel finde, dann einen Panda schnell zu holen, ist auch schwierig. Ich guck mal, ob wir jetzt hier hinter was erkennen. Ihr müsst verstehen, also nach dem Panda kann jetzt auch halt einfach Wither oder so kommen, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Da ist ein Panda noch brauchbarer. Alright, Panda-Skip. Alright, Piglin Brood. Gut, dann gehen wir zurück in Richtung Ozean. Aber einen schnellen Nether-In oder so, dann geht das schon eigentlich. Wenn du halt einfach Luck in der Bastion hast. Okay, wir haben es in den Nether geschafft. Inventar sieht schrecklich aus, by the way, ich weiß. Na, mal gucken, ob wir jetzt, wenn wir jetzt direkt noch eine Bastion finden, natürlich. Da ist sogar ein Dorf. Dann wird es nochmal sehr, sehr schmackhaft. Wir sind noch nicht durch. Ich schon. Ich glaube nicht, dass ich in 2 Minuten eine Piglin Brood finden werde. Ja, wir machen das aber jetzt hier noch ordentlich zu Ende. Ja, machen wir. Alright, come on. Jetzt eine Bastion natürlich zu hitten. Ja, Leute, was kriege ich, wenn ich das noch schaffe? Ich sag mal so, wenn ich sie jetzt langsam nicht sehe, die Bastion, dann wird es auf jeden Fall knapp, I guess. Bro, man spielt halt so krass am Limit, ne? Das ist so... Da wäre eine Festung. Ich könnte jetzt noch schnell Minecraft durchspielen, aber ich glaube, das machen wir mal nicht. Alright, Leute. That's it. Alright, Kevin. Zufrieden mit deinem Run? Nee, null. Das war der schlimmste Run ever. Oh, was ist passiert? Was habe ich bekommen? Dieses Maultier. Ja. Dann habe ich Cave Spider. Cave Spider war, glaube ich, dumm, dass ich die geskippt habe. Dachte ich, vielleicht was Besseres. Hab dann Schalker bekommen, musste auch skippen. Und dann Piglin Brood. Also, basically, habe ich mit den Skips zusammen 4 Sachen geschafft. Alright, wir gucken rein. Wir gehen in die Auswertung. Alright, dann gucken wir mal deine Items. Dann gucken wir das nochmal offiziell an. Kevin! Mule, Sheep, Cave Spider, Schalker. 4! Krank abgeräumt. Halbe Stunde, 4 Mobs gekillt. Crazy new record. What the fuck? Geiler Typ, wir gucken mal. Ich habe auch nicht mehr, ne? Also. 7. Damit steht es 5-3. Alright, Leute. Let's get it. Ich will, ob wir es halt auch wieder, ne? Ich gucke jetzt nicht, was ihr schreibt und so. Wir müssen jetzt immer entscheiden, hat das mehr Google Searches im Monat als das rechte? Bilder rechts würde ich... Mein erstes Leben ist geblowt. Würde ich recht, also ich würde sagen, es hat weniger. Hat es auch? Sehr gut. Es ist ein Matchpoint, ja. Water Polo hat mehr.
Hat's nicht. Erstes Leben tot. Highscore 1. Merken. Hilton hat viel mehr. Weniger? Ja. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Aber du hast mehr, okay. Mini Cooper hat mehr. Let's go. Palm Islands weniger. Hat mehr. Iran hat mehr. Länder haben immer richtig viel. Boca Juniors haben weniger. Das ist Carlos Tevez. Michigan Stadium weniger. Madonna hat viel mehr. Originie ist weniger. Duran Duran hat weniger. Hat gleich viel. Let's go. Top Gear. Ist eine Serie, die immer noch läuft, oder? Die hat viel. Ja. Die läuft doch irgendwie auf D-Max oder so auch. Anonyme Alkoholiker könnte 1 Million oder so haben. Hat aber weniger. Let's go. Super Mario Run hat mehr. Let's go. Spiele werden immer oft gesucht. Nehmen wir mal weniger bei Birth. Ich hab ein bisschen. Jimi Hendrix hat mehr. Ein bisschen Angst, dass noch Safe for Work kommt. Alan hat weniger. Läuft gut. Sehr guter Run. Walmart hat super viel. Let's go. Das sind 3 Points. Gavin, danke dir für deinen Sub. Es hat weniger. Kamasutra hat mehr. Alles Dings. Die AS Roma hat weniger, obwohl sie gestern Dings gewonnen haben. Pizza hat mehr, weil man auch bestellt. Let's go. Window Cleaner hat viel weniger. Ja, Leute, das ist chill. Das war eine Zeichnung. Banana Cake, let's go. Syrien hat mehr. Wir haben erst ein Leben verbraucht, ne? Boah, es könnte auch viel haben. Hat's aber nicht. Hat mehr. Björn Borg hat weniger. Hat gleich viel. Let's go. Eating Disorders. Das ist immer schwierig, aber ich würde sagen, jetzt schon ziemlich viel. Ja, hat mehr. Pepsi hat viel mehr. Beyoncé hat mehr. Weniger. Good Will Hunting. Film hat mehr. Rugby World Cup hat weniger. Okay, 34, wir sind insane. Ah, ich bin fertig. Ich habe erst ein Leben weg. Was? Ja. Okay, willst du dein Score von dem ersten Leben sagen? Also von meinem allerersten Leben, ich habe 1 geschafft. Okay. Und jetzt bin ich in meinem zweiten Run immer noch. Aber es kann ja sein, dass ich jetzt, also ich... Bezahl lässt du dir, googelst du die auch, die Sachen? Ich google die nicht, nee, aber ich bin sehr weit, würde ich sagen. Bro, was? What the fuck? Was denn? Du hast 40? Ich habe jetzt 41. Ja, ich komm mal auf. Einfach hab ich gewonnen? Bro, ja, aber war let's knapp. War knapp, ich hatte 39. For real, let's go! Boom! Stolen Generation hat auch weniger. Baba. Rapid Eye Movement könnte... Ja, okay, jetzt bin ich raus. 42. Ah, knapp. Alright. War eine knappe Runde, Mann. Schade. Kevin, was eine geile Olympiade, cool, nice. Alter. Ey, der Stream hat übelst gebockt. Ich hab, glaube ich, um wie viel Geld haben wir gespielt? Wir haben 50 Subs gesagt, ne? Perfekt, wow, mega nice. 600 Euro geblowt heute. Übelst geil, Digga. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Das hat ja mal wieder richtig geschmeckt. Boah, Alter. Alright.